Und wieder steht Kempe richtig an der Stelle. Sehr schön auf Yashvili. Tödlicher Pass auf Terrazino. Wird gefoult. Aber nein. Das ging wohl fair über die Bühne, die Geschichte. Jetzt nochmal die Braunschweiger. Aber wieder Hornschuh da. Die Innenverteidiger greifen früh an. Und das finde ich klasse. Klasse. Staffelt. Der Sechser. Vorsicht. Müller steht da richtig. Lenkt den Ball ab. Und der Ball wird nicht einfach willlos oder wahllos nach vorne geprügelt, sondern wird wirklich nochmal sinnvoll gespielt, um nochmal einen Spielaufbau in die Wege zu leiten, einen Spielzug aufzubauen. Sehr schön, Milchraum jetzt, aber ja, schade, Pass kommt nicht an. Weder zu Yashvili noch zu Terrazino. 3 Minuten Nachspielzeit, jetzt könnte eigentlich abpfeifen, wenn es nach mir ginge. Geht nochmal ein Foul hier, schade, kurz vor Schluss. Fängt sich hier Haas oder was? Yashvili, wer fängt sich hier nochmal eine Karte ein? Der gute Yashvili war es, schade, ja. Unnötig jetzt, kurz vor Schluss, muss man sagen. Das haben wir nicht nötig. Es gab sogar noch Sonderprämie vom Hauptsponsor für diesen Sieg. Und ich denke mal, das ist hier eine ganz, ganz starke Leistung gewesen heute. Im Wildpark ist die Hölle los, denke ich. Da freuen sich die Karlsruher Fans. Ich freue mich auch an der Stelle. Und dann können wir abpfeifen, oder? Machen wir noch eins. Terrazino jetzt nochmal mit dem... Oh! Wieder fair. Unglaublich. Okay, das war's, meine Lieben. 5:0 gewinnen wir gegen Eintracht Braunschweig zu Hause. Damit haben die Braunschweiger wohl nicht gerechnet. Hier ganz stark natürlich der Hattrick unter anderem von Lavrić, den wir heute reingebracht haben. Und obendrein Fink mit dem Doppelpack. Die Entscheidung, ihn zu behalten, hat sich auch hier wirklich gelohnt. Also ganz, ganz starke Leistung. Also bis gleich in der Nachberichterstattung. So, meine Lieben, ich begrüße euch. Da sind wir wieder. Also das war doch klasse. Das war doch wirklich mega mäßig spitze. Also wenn ich mir die Noten angucke, Fink und Lavrić. Lavrić 3 Tore, Fink ein Doppelpack. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es wirklich mega, mega stark. So, ich habe ein kurzes Päuschen gemacht. Das habt ihr gar nicht gemerkt. Ich weiß, ihr hört vielleicht an der Musik, die jetzt schon ein Stückchen weitergesprungen ist. Ich habe mir jetzt mal einen Kaffee holen müssen, lieber Leute, sonst penne ich hier noch ein. Es ist spät in der Nacht und wir haben... wir haben mittlerweile 10 Punkte, sind auf Platz 2 hinter Dresden, die hier jedes Spiel bisher gewonnen haben. Gegen wen spielen wir denn am 5. Spieltag? Gegen Energie Cottbus. Also die sind ja natürlich auch richtig gefährlich. Haben aber einen schlechten Saisonstart hingelegt und das könnte unsere Chance sein, einen grundsätzlich stärkeren Gegner zu packen. Wenn die nämlich gerade moraltechnisch und formtechnisch nicht so wirklich fit sind, könnte man dort angreifen, ganz klar. Schade, dass wir gegen Aue nicht den Sieg geholt haben. Das ist natürlich, aber gut, es war auswärts. Das war ihr einziger Punkt bisher, den sie gehabt haben. Krass, Frankfurt kommt langsam auch hinter uns her. Also die sind natürlich auch der größte Aufstiegskandidat, wenn von allen, von denen man hier spricht, einfach auch der stärkste Verein, der hier in der zweiten Liga umherdümpelt. Mit einer Mannschaftsstärke von knapp 800, ne? Also 786, natürlich absoluter Top-Favorit hier in der zweiten Liga. Also ganz klar auch vom Marktwert her, ne? Sind die ja weit entfernt, wenn man sich anguckt, wie die anderen Mannschaften hier, 6 Millionen. Wir mittlerweile auch schon 5 Millionen, also wir haben auch ein bisschen Marktwert zugelegt, ist ja interessant. Pauli, wenn man so eine Position hat wie wir jetzt haben, da würden sich auch, wie soll man sagen, Transferverhandlungen eignen, empfehlen, weil wir einfach eine gute Position haben und auf der hinaus ja auch ein bisschen attraktiver wirken, als wenn wir irgendwo unten herumdümpeln würden, ne? 22 Millionen, Jan Villa geht von Stade-Rennen nach Manchester United, auch ein sehr, sehr guter Spieler. Den hatten wir uns aber auch angeguckt, glaube ich, auch mit der TSG, ne? Ist auch ein ganz interessanter Spieler, ist ganz klar. Shisoko, der kommt von Lyon zu... Ja, ihn kenne ich, aber er ist gut. Der ist richtig gut. Linksverteidiger, einer der ganz, ganz großes Linksverteidiger-Talent. Okay, ich würde es so mal belassen. Wir gucken mal rein, wie unsere allgemeine Vereinsgeschichte aussieht, was wir hier so machen. Okay, Training ist gerade fordernd, das ist gut, das finde ich richtig klasse, dass es so ein bisschen mal anzieht ordentlich. Terrazino mit einer Oberschenkelzerrung, also er kommt nicht wirklich aus dem Tritt, ne? Also eigentlich schade, muss man ehrlich sagen. Also einer unserer talentiertesten Spieler, aber der kommt nicht so richtig zu Potte. Ist ein bisschen... Ich würde ihn auch ganz gerne verkaufen, muss ich ehrlich sagen. Finde ihn nicht gut. Einzige Charakterfähigkeit ist nur nachlässig. 350.000 Euro. Ob der nochmal einen großen Sprung macht, man weiß es nicht. Hat der bloß 3 Sterne. Da müssen wir natürlich erstmal Einsätze gönnen. Klar, wenn der jetzt nochmal erfahrungstechnisch ein bisschen was zulegt, dann vielleicht. Aber
Da gibt es einfach auf der Position einfach bessere Alternativen. Und ich denke mal, wenn wir ihn für 450.000 verkaufen können, warum probieren wir es nicht einfach mal, ne? Vertrag, Transferstatus ändern. Vertrag läuft zwar noch ein Ding, Spieler zum Verkauf. Und ich würde sagen, 450.000 ist ganz gut. Minimale Ablöse sind die 350, die ein Wert ist. 360 machen wir. Alles klar. Wir können ja mal gucken, ob wir Vertragsspieler anbieten. Ja. Alles klar. Mal, wir beauftragen mal einen Spieleragenten. Dann finden wir einen, der uns das Nötige bietet. Okay, 3 Tage, 7 Wochen noch, André Christea. Bin mal gespannt, aber so wie es läuft hier, Lavrić und Staffelt in der Mannschaft der Woche. Also die Geschichte hier mit ihm war doch wirklich, ne? Also er hat ja reingehauen bis zum Umfallen. Krasse Sache. Gleich mal 2 Stärkepunkte gewonnen durch diese starke Form, den Hattrick. Können wir mit Staffelt noch quatschen? Oder können wir, ja, mit ihm können wir auch noch quatschen, auch nochmal loben. Du hast gut trainiert, das war ein super Spiel von ihm. Nochmal 3 Punkte Moral, er ist optimistisch. Sehr schön, Form ist 14, das ist hoch. Siegprämie wird auch ausgezahlt an die Jungs von 3.800 Euro. Bogdan Müller ist noch angeschlagen. Ja, der ist der zweiten Mannschaft, ne? Ja, Transfermarkt schießt in 2 Wochen, meine Lieben. 2 Wochen haben wir noch. Deswegen würde ich auch sagen, vor dem Energie-Cottbus-Spiel lasst mal kurz ein bisschen Zeit vergehen. Guckt mir eure ganzen Empfehlungen an, die ihr so gepostet, geschrieben habt und mir zugeschickt habt. Ob wir noch einen Spieler verpflichten werden, bleibt spannend, bleibt interessant, werden wir sehen. Viel Geld will ich eigentlich gar nicht mehr bewegen wieder einmal, denn guckt euch mal unsere Form an. Wie ist die Mannschaft denn drauf? Was ist denn hier los? Aber spielen wir überhaupt auf normal? Oder spielen wir auf easygoing? Ja gut, aber sowas gehört dazu. Auch mal solche Momente einfach mal optimistisch reinschauen, würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Spieloption war das hier. Schwierigkeitsgrad. Alles noch auf schwer. Okay, alles noch Roger. Nichts passiert. Also klasse. Also das ist wirklich hier eine außergewöhnlich gute Leistung, die wir da hingelegt haben. Die ersten 4 Partien. Ganz klar. 5. Spieltag wird richtungsweisend und der 7. Spieltag ist dann tendenziell schon nachvollziehbar. Also, Cottbus auswärts. Können wir da was reißen oder eher nicht? Ich glaube, so wie wir momentan spielen, können wir da eine ganze Menge bewegen. Und ach, das ist ja klasse hier. Also, das ist klasse. Ist auch eine der ältesten Mannschaften, die hier, glaube ich, in der Liga unterwegs sind. Ne, wenn man mal schaut, Lechner 30. Milchraum 27, der Torwart ist auch recht alt, dann natürlich der Sturm mit Lavrić jetzt 30, Jaschwili schon 33, Staffelt 27, cool, cool meine Lieben. Also ich würde sagen, 2 Wochen ist noch Transfermarkt offen, deswegen mal kurzes Päuschen lang, ich gucke mir eure Empfehlungen an, was ihr geschrieben habt und dann sehen wir uns natürlich dann gleich wieder. Erzielen Sie in 2 Ligaspielen in Folge mindestens 3 Tore, das wäre die Herausforderung. Ist ja krass. Die haben wir gerade laufen, die Herausforderung. Wäre interessant, wenn wir das schaffen würden. Wenn nicht, machen wir uns mal eine andere an, die ein bisschen einfacher ist. Okay. Was bleibt zu sagen? Eigentlich nicht viel. Einfach mal abspannen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.